Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch eine fantastische Torte, die auch schon für die Ostertage geeignet ist. Und zwar ist es meine Zitronentorte mit Mürbeteig, Biskuit und super leckerer Zitronenquark, Sahnefüllung und natürlich einem fantastischen Zitronenspiegel und der wunderschönen Dekoration. Wir starten gleich mit dem Mürbeteig, den Biskuit und zwar ein Drittel meines hellen Biskuits backt ihr euch am Vortag vor. Rezept verlinke ich euch hier oben auf dem kleinen i und alles andere Wichtige findet ihr hier unten in der Infobox. Da findet ihr auch den Link zu meinem Blog zum Rezept. Dort könnt ihr es ausdrucken und vergesst bitte auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, mir gleich ein Like da zu lassen und die kleine Glocke zu aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich am Sonntag, jeden Sonntag um 10 Uhr ein neues Video hochgeladen habe. Wir starten gleich in die Zubereitung unseres Mürbeteigbotens. Für diesen leckeren Mürbeteig, der sozusagen unter unserem Biskuit das Ganze noch österlich verfeinert, brauchen wir 150 Gramm Mehl, weiche Butter und zwar 100 Gramm. Die müsst ihr nicht anschmelzen, das habe ich nur gemacht, weil meine Butter aus dem Kühlschrank kam. Die sollte einfach weich sein. Dann kommt noch Zucker hinzu und zwar 50 Gramm, eine Prise Salz. Einen Schuss Wasser, einfach so ungefähr 10 Milliliter und das ausgekratzte Mark einer Vanilleschote. Zu Ostern darf es ruhig ein bisschen feiner sein. Und dann nehmen wir jetzt mal echtes Vanillemark. Und das Ganze verrühren wir jetzt möglichst kurz mit den Knethaken des Rührgeräts. Ihr könnt es auch mit den Händen verkneten, ganz wie ihr das wollt, bis es eine krümelige Masse geworden ist. Ja, und so reicht es auch schon. Meistens wird es mit dem Rührgerät nur so krümelig. Jetzt knete ich noch mit den Händen weiter. Und ihr könnt diesen Teig natürlich auch am Vortag zubereiten, sodass er einfach schön durchziehen kann, dass die Vanille so richtig ihr Aroma entfalten kann. So, also gerade noch einmal schön zusammenkneten, bis ein Teig entstanden ist. Wunderschön. Schauen, dass sich die Vanille gut verteilt. Und sobald nun dieser wunderschöne Teig entstanden ist, bitte nicht lange weiter kneten, denn ein Mürbeteig bleibt dann mürbe, wenn man ihn möglichst kurz nur durchknetet. Wir werden ihn jetzt sofort in unsere Form geben und ihn dann etwas kalt stellen. Ihr könnt aber auch, wie gesagt, den Teig am Vortag vorbereiten und ihn dann über Nacht kalt stellen oder bei ein paar Stunden kalt stellen, dann zieht die Vanille besonders schön durch. So, und ihr wisst, ich drücke meine Teige immer sofort in die Form. Ihr könnt ihn selbstverständlich auch ausrollen. Und wenn ihr ihn vorher im Kühlschrank hattet, müsst ihr ihn natürlich noch einmal durchkneten, nach dem Akklimatisieren lassen. Ich drücke ihn jetzt so, wie er ist, einfach direkt in meine 26er Springform. Die habe ich mir mit einem Backpapier ausgelegt und ich habe sie ganz, ganz leicht unten am Rand gefettet, dass da nichts anklebt. So, wunderbar. Jetzt wird der Boden noch eingestochen mit einer Gabel. Und das hat den Sinn, damit einfach beim Backen keine Luftbläschen entstehen. Der muss nun in die Kühlung und zwar ungefähr 30 bis 45 Minuten auf jeden Fall. In der Zeit können wir uns schon mal den Ofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unterhitze. So, während der Kühlzeit und während mein Ofen vorheizt, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, werde ich mir meinen Biskuit schon mal schneiden. Und zwar schneide ich mir jetzt einen 2 cm Boden raus. Und ihr seht, was für ein wunderschöner Boden das ist. Also unbedingt mal auf meinem Biskuit-Video vorbeischauen und sich das Biskuit-Rezept anschauen. Es wird immer großartig. Das Messer habe ich mir schon auf 2 cm Höhe eingestellt und so kann ich jetzt den Boden auch wunderbar schneiden. So, und ihr seht, perfekte, schöne, fluffige Böden. Diese beiden werde ich mir einfach einfrieren. Den werden wir uns gleich dann auf den schön gebackenen Mürbeteigboden legen. So, mein Mürbeteigboden ist ganz fest geworden. Ich hatte ihn eine halbe Stunde im Tiefkühler. Das mache ich ganz gerne so, dann geht es schneller. Und jetzt kommt er, so wie er ist, direkt in den vorgeheizten Ofen. 200 Grad Ober-Unterhitze, ungefähr 15 Minuten auf der mittleren Schiene abbacken. So, da ist mein
fertiger Boden. Er ist fast ein bisschen dunkel geworden, also er war bei mir 15 Minuten drin. Ihr könnt vielleicht schon mal nach 10, 12 Minuten gucken oder vielleicht 13, je nachdem wie euer Ofen backt. Den lassen wir uns jetzt auskühlen, am besten aus der Form nehmen und auf dem Gitter auskühlen lassen. Und dann können wir uns an die Füllung der Torte machen. Sobald unser Boden schön abgekühlt ist und etwas fester geworden ist, können wir ihn auf die Tortenpappe legen und mit Aprikosenmarmelade bestreichen. Einfach gerade so 2-3 Esslöffel. Nach Belieben. Ich habe jetzt 2. Schön verstreichen auf diesem leckeren Knusperboden. Ruhig bis zum Rand gehen. Noch einen dritten Löffel, dann passt es auch. Ja, und mit diesem Mürbeteigboden wird die Torte besonders schön festlich und sehr, sehr lecker. Also wenn ich wirklich eine festliche Torte machen will, dann mache ich immer noch einen Mürbeteigboden drunter. Jetzt kommt hier unser Biskuit drauf. Schön gerade verschieben, dass wirklich unser Biskuit genau aufliegt. Deswegen muss man auch die gleiche Form benutzen zum Backen des Biskuits und zum Backen des Bodens. Und hier können wir auch schon mal den Ring nun drum stellen und festziehen und uns dann um die Füllung der Torte kümmern. Das gerade beiseite. Für die Füllung verwende ich 8 Blatt Gelatine. Mit kaltem Wasser einweichen, so ungefähr 5 bis 10 Minuten, wie immer. Selbstverständlich könnt ihr hier auch Agatine oder gemahlene Gelatine verwenden. Beiseite stellen und quellen lassen. In der Zeit geben wir uns 180 Gramm Zitronensaft in einen Topf. Dazu kommen 180 Gramm Zucker und 3 Eigelb. Und wir erhitzen alles auf 80 Grad, einfach um ja, das Eiweiß zu pasteurisieren. Unter ständigem Rühren und wirklich nur auf 80 Grad erhitzen. Und darin werden wir dann die Gelatine auflösen. So, die Gelatine ist ausgequollen. Jetzt können wir sie zwischen den Fingern einfach schön ausdrücken, um überschüssiges Wasser abzuwenden. Und jetzt können wir uns die Gelatine hier einfach hineingeben. Wunderbar, die Gelatine ist schon aufgelöst. Das lasse ich mir jetzt abkühlen und schlage in der Zeit die Sahne steif. 650 Milliliter schlage ich mir steif. Ich mache das in 2 Portionen, weil meine Schüssel sonst zu klein ist und geht es auch schneller. Unter diesen Teil der Sahne hebe ich mir jetzt noch den Quark, 100 Gramm. Ganz vorsichtig, einfach drunter heben. Und die restliche Sahne schlage ich mir dann auch noch steif. Da könnt ihr Magerstufe verwenden bei dem Quark oder Halbfettstufe. Sehr schön. Die restliche Sahne, wie gesagt, auch noch steif schlagen. Ich habe ja jetzt hier nur einen Teil genommen. Unsere Zitronen-Gelatine-Masse ist etwas angeliert. Ich hatte sie kalt stehen. Und jetzt kommt hier unsere steif geschlagene Sahne, vermischt mit dem Quark darunter gehoben. Das machen wir so nach und nach einfach. Am besten so in 3 oder 4 Portionen. Und die restliche Sahne. Also das ist wirklich viel Sahne, aber es ist ja auch viel Zitronensaft. Und damit es nicht zu zitronig wird, braucht man schon diese Menge an Sahne, damit auch die Form dann auch gefüllt ist. Das nochmal mit unterheben. Jetzt noch mit dem Spatel von unten nach oben, dass wirklich alles mit verrührt ist, dass nicht irgendwo noch, ja, hier sieht man es, Zitronenmasse nicht mit reingerührt ist. Nehmt euch dafür schön Zeit und ganz sanft einfach alles miteinander verheben. Und wo keine Kinder mitessen, da könnt ihr auch gerne noch etwas Zitronenlikör zum Beispiel hinzugeben oder einen schönen Grappa, der passt auch immer sehr, sehr gut zu Zitrone. Und so können wir unsere Creme jetzt auch auf die Torte gießen. Fantastisch. Wird auch schon schön dick. Und natürlich noch glatt streichen in der Form. Wunderschön. Eine schöne Zitronenmasse.
Ich glaube, das wäre die Lieblingstorte meines Vaters, der liebt Zitronencreme. Schauen, dass alles schön gerade verstrichen ist. Perfekt. So muss die Torte nun am besten 3 bis 4 Stunden, besser noch über Nacht, in den Kühlschrank. Am besten abgedeckt mit einer Haube, dass sie keine Gerüche annimmt. Und dann sehen wir uns wieder zur Dekoration mit dem Spiegel und mit dem Rest. So, die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, schön abgedeckt mit einer Haube wie immer. Und sie ist super fest geworden. Man sieht es so ein bisschen, wenn man daran rüttelt, dann tut sich wirklich nichts mehr. Das ist perfekt für uns. Wir können uns jetzt an den Zitronenspiegel machen und sie dann final dekorieren. Hier im Topf habe ich jetzt 125 ml Zitronensaft, frisch gepresst und durch ein Sieb gegossen, damit ich einfach so grobe Stückchen loswerde. Und 125 ml Wasser. Und dazu werde ich jetzt rühren 2 Päckchen klaren Tortenguss. Gerade einrühren. Und ungefähr 60 Gramm Zucker. Das könnt ihr nach Belieben machen. So 50 bis 70 Gramm. Ich nehme jetzt mal so die Mitte. Sollte passen. Und das kochen wir jetzt gemeinsam auf und lassen es 1 Minute kochen. Nehmen es dann 1 Minute vom Feuer, lassen es 1 Minute abkühlen und gießen es dann über einen Löffel auf die Torte. Wem die Farbe so zu hell ist, zu pastellig ist, der kann gerne noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe, gelbe, hinzugeben. Was man auch machen kann, ist das Ganze mit etwas Orangensaft mischen, dann wird es auch etwas dunkler und intensiver, die Farbe. Die Masse fängt an zu kochen. Ich stelle sie ein bisschen runter, dass nichts anbrennt. Rühr weiter 1 Minute lang. Das ist wichtig, damit die Stärke einfach abbindet. Schauen, ob die Konsistenz vernünftig fließfähig ist, dass sie sich gut verteilt auf der Torte. Sonst vielleicht noch etwas Saft oder Wasser hinzugeben. 1 Minute abkühlen lassen und dann kann unser Guss, unser Spiegel auf die Torte gegeben werden. So, ein bisschen habe ich hier abkühlen lassen. Ich habe auch noch ein ganz klein wenig Orangensaft hinzugefügt, sodass die Farbe so etwas dunkler wurde. Es war mir ein bisschen zu hell. Und wir lassen den Guss auch über den Löffel jetzt auf die Torte fließen, damit einfach keine Löcher entstehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer sicher gehen will, dass das funktioniert, der rührt den Guss mit Gelatine an. Die kann man richtig gut abkühlen lassen, erstmal auf Zimmertemperatur. Dann hat man nicht die Gefahr, dass der Guss Löcher in die Torte reißt. Wir versuchen es jetzt einfach mal vorsichtig. Ist ein bisschen arg dick schon. So, und ihr seht, hier ist jetzt noch was übrig geblieben außen. Deswegen habe ich mir noch einen zweiten Guss gekocht. Also schaut, dass ihr den Guss wirklich so kocht, dass er möglichst nicht so dick ist. Denn wenn er so dick ist, dann passiert das wie bei mir jetzt hier, dass eben Stellen nicht wirklich zu laufen. Jetzt der zweite Guss, der ist etwas dunkler und etwas flüssiger. Dann wird es besser funktionieren, hoffentlich. So muss er eigentlich sein, schön fließfähig. Aber wir haben ja die Chance, immer noch einen zweiten Guss drüber zu geben. Der verteilt sich jetzt auch gut. Hat auch eine bisschen intensivere Farbe. So, wir warten jetzt, bis der Guss angezogen hat. Dann können wir die Torte aus dem Ring nehmen und sie final dekorieren. 10 Minuten war die Torte bei mir im Tiefkühler. Ihr könnt sie auch 20 Minuten in den Kühlschrank stellen. 20 bis 30 Minuten. Ihr seht, so ein bisschen ist hier was angeschmolzen. Ich habe ja noch die zweite Schicht darauf gemacht. Aber ich denke, es sieht jetzt trotzdem gut aus. Es kommt ja auch noch eine Deko darauf. Also keine Sorge, wenn es bei euch auch so passiert sein sollte. Den Ring vorsichtig öffnen. Natürlich ist jetzt durch die heiße Flüssigkeit so ein bisschen die Sahne drunter angeschmolzen. Das ist normal. Und da ist unsere wunderschöne Torte. Man kann sie jetzt auch so lassen, aber ich werde sie noch mit Sahne einkleiden, Rosetten aufsetzen und Himbeeren und etwas weiße Kuvertüre. Ich schlage mir jetzt noch meine Sahne steif, so 250 bis 300 ml. Nehme natürlich ein Tütchen Sahnefest und Zucker dazu, wie immer. Und dann sehen wir uns wieder zum finalen Dekorieren. Auf geht's, wie immer erst anschlagen, die kalte Sahne und dann Sahnefest und etwas Zucker nach Belieben einrieseln lassen. Wie immer nicht ganz steif für den Rand und dann später
schlagen wir das, was noch übrig bleibt, dann richtig fest für die Rosetten. Los geht's, wir streichen uns die Torte ein. Ich habe sie nochmal kalt gestellt zwischendurch, dass sie nochmal richtig schön anzieht. Erst wie immer eine Krümelkruste anbringen, einmal ringsrum gehen und alle Krümel, die noch vorhanden sind, binden. Und dann vielleicht noch ein zweites Mal drüber gehen, dass die Sahne schön weiß bleibt. Alle Löcher, die noch so vorhanden sind, flicken. Schauen, dass wir hier oben bis zum Rand auch kommen. Ich gehe noch einmal mit der Teigkarte rum und das mache ich natürlich so lange, bis ich damit zufrieden bin mit dem Aussehen meiner Schicht außen. Ihr könnt auch einen Zackenkamm verwenden, also da könnt ihr einfach ganz nach Anlass vorgehen. Sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt machen wir uns an die Dekoration oben auf der Torte. Und ich teile mir die Torte nochmal ein in 14 Stücke dieses Mal. Schau, dass es wirklich genau aufliegt. Ganz vorsichtig eindrücken. Und jetzt sehe ich hier auch besser, wo ich dann eben meine Stücke dekorieren kann. Ich spritze mir erstmal einige Rosetten. Wieder nicht ganz außen. Ich möchte nämlich außen noch einen kleinen Rand spritzen. Und jetzt der Rand. Einfach damit der Übergang so ein bisschen netter ist. Ja, und jetzt könnt ihr euch hier Zitronenstückchen auflegen, möglichst klein und fein natürlich. Oder aber so wie ich, Himbeeren. Ich finde, das macht noch einen schönen Kontrast für die Ostertage. Wunderschön, sehr, sehr klassisch. In die Mitte kommen bei mir jetzt noch ein paar Spänchen und zwar aus weißer Kuvertüre. Die habe ich mir gerade so ein bisschen abgeschabt. Ja, und fertig ist unsere nächste Ostertorte. Wieder eine Idee für euch, für die Ostertage oder natürlich für einen Geburtstag zu Ostern. Jetzt werden wir sie gemeinsam probieren. So, dann lasst uns anschneiden. Und da kommt unsere Zitronentorte. Wunderschön geworden. So, los geht's. Ich möchte probieren. Mir läuft hier schon das Wasser im Mund zusammen. Ein zitroniger Ostertraum. Sehr, sehr säuerlich. Also wer Zitronen liebt, wird begeistert sein von dieser Torte. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und in Kombination mit dem Biskuit und dem fantastischen Mürbeteigboden und der Aprikosenkonfitüre, so ein echter österlicher Traum. Das war meine zauberhafte Zitronentorte mit Himbeeren und viel Sahne. Und wenn ihr sie nachbackt, dann schickt mir eure Fotos auf Facebook und auf Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox direkt unter dem Video. Wir sehen uns nächste Woche am Sonntag um 10 Uhr hier wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund. Tschüss!